Wir sind hier auf dem Schulhof der Grundschule in der Sonnenstraße in Oberbilk. Wir haben heute damit begonnen, Fahrradhelme, sogenannte Düsselhelme, zu verteilen. 6.500 Stück, die wir an alle Drittklässler in Düsseldorf verteilen in diesem Jahr. Eine tolle Aktion, die wir mit Mitteln aus dem Stärkungspakt finanzieren konnten und mit logistischer Unterstützung des Stadtsportbundes durchführen. Es gibt sie in Blau, es gibt aber auch ein rotes Modell und sie finden hier gerade ganz tollen Anklang bei den Kindern. Und wir wollen damit tatsächlich auch die Verkehrssicherheit erhöhen, wollen die Kinder auch motivieren, Fahrrad zu fahren, aber das immer sicher und mit Helm. Und ich finde, es ist ein tolles Exemplar.